Juttenhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 20 Goalie Mode mit unserem Torhüter bei den Arizona Coyotes. So, nächstes Vorbereitungsspiel in LA. Ich darf starten. Mal gucken, ob uns EA heute wieder verarscht. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht und habe beschlossen, ich werde die Vorbereitung auf alle Fälle spielen. Ich werde mir die ersten zwei Pflichtspiele, die ich spielen darf dann, also sprich in der regulären Saison, werde ich mir angucken. Und sollte es da wirklich mit diesem Momentum überhand nehmen, dann werde ich wirklich einfach die Konsequenzen ziehen. Weil ich muss mich hier nicht ärgern, ich mache das aus Spaß, an der Freude, und wenn es dann keinen Spaß mehr macht, dann habt ihr auch nichts davon, wenn ich hier nur vorm Fernseher sitze und rumtutter. Dann zeige ich lieber Spiele, die Spaß machen. Die vor allen Dingen fair sind beziehungsweise realistisch oder einigermaßen realistisch, aber nicht so ein Mist. Natürlich. Ach, das ist doch schon wieder. Da möchte man doch schon wieder den Controller schön in die Ecke schmeißen. Vielleicht war ich dann doch ein bisschen zu voreilig. Natürlich, und dann wieder Strafzeit. Ach Mann, ey. Meine Verteidiger sind bessere Escort-Damen anstatt Verteidiger. Da laufen nur rum, gucken zu und machen nichts. Da wird nicht gescheckt, da wird nicht mal versucht, einen Poke-Check auszuführen oder so. Nichts. Hinfahren, zugucken, vielleicht noch Applaus klatschen. Hm?
und Pedersen ist natürlich unüberwindbar. Richtig, wissen wir ja. Meistergoalie. Zigstmal Stanley Cup gewonnen. Wahrscheinlich auch der Shutout-König der Liga. Mann, Mann, Mann. Für keinen Weg und kannst vergessen. Ja, doch. Wenigstens Ausgleich ist ja schon mal was. So, 1-1. 9 Schüsse gegen 5 Schüsse. Na gut, okay, wenn der erste natürlich drin ist, ist es immer sehr schlecht. Guck mal, der Gegner kann checken. Was war das denn? Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das muss ich mir nochmal ankicken. Also das. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Wieso geht der eigentlich da auch rückwärts? Hauen die weit daneben, ey.
Wir führen. Connor Garland. Jetzt machen meine richtig Druck. Boah, wieder. Haut der weit daneben, ey. Also mit dem abprallen lassen, das muss ich noch ein bisschen verbessern. Die Puck geklaut. Oh, das so eine Fehlpässe, ey, Leute. Das tut nicht Not. Gut. Gott sei Dank macht der Gegner sowas auch. Mann, schießt du einfach mal. Spielen die da Ping-Pong? Wir müssen einen Vorsprung rausschießen. Der dritte Rüttel kommt bald. Da wissen wir ja, was passiert. Jawoll, wo meinte ich das? Wer war's? Der alte Mann wieder mit dem heutigen zweiten. Das mit dem Y scheint aber auch eher so ein Glücksfall zu sein oder so ein mal jetzt nicht, weil oh, Drittelpause. Fasching. 17 zu 8. 8 Schüsse und 2 Gegentore. Keine gute Quote. Effekt ist mir das dann auch egal, Hauptsache wir siegen. Dass ich nicht gleich die Vesina-Trophy kriege, das ist mir selber klar. Ja, na sicher doch. Na sicher doch. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das darfst du keinem erzählen. So viel übrigens zu Y. Ne? Wie gesagt, mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Beziehungsweise dann, wenn du es brauchst, funktioniert es halt nicht. Ist das bescheuert, ey. Und jetzt läuft natürlich wieder nichts. Jetzt wird Pillersen wieder zur Höchstform auflaufen.
Die sehen keinen Stich mehr. Die sehen keinen Stich mehr. Sind das für Pässe, ey? Ich glaube, würde die ein NHL-Spieler im wahren Leben spielen, der würde sich schneller auf der Bank wiederfinden, als er kicken kann. Oder im Farmteam. Oder auf der Free Agent-Liste. Keine Dummheiten. Ja. Es ist doch nicht wahr. Wozu drücke ich denn hier Y? Mein Mann, Mann, ey. Ja, hat er natürlich gegeben, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Dass diese mit der Steuerung, dass die so funktioniert, wie man auf dem Eingabegerät macht, dass sie das nicht hinkriegen. Für so eine große Firma eigentlich ziemlich unrühmlich. Schön. Das hier ist zu viele Gegentore. Klasse. Zwölf Schüsse, vier Tore. Die sind doch bescheuert, sind da die. Also wenn es mit NHL so weitergeht, werde ich mir den 21er Teil nicht kaufen. Und dann wird es auch auf meinem Kanal kein Spiel von NHL geben. Weil irgendwo bis zu einem bestimmten Grad lasse ich mich ja noch verscheißern, aber irgendwann ist auch mal Feierabend. So, Stichpunkt Feierabend, der ist auch jetzt. Das Spiel gegen die Vegas Golden Knights gibt es in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Hightower.